Ja, meiner Meinung nach beinhalten coole Riffs auch immer gutes Techniktraining. Und in diesem Beispiel sehen wir uns ein Riff an, das dein Rhythmusgefühl und deine Fingerfertigkeit verbessert. Okay, sehen wir uns dieses Beispiel mal im Detail an. Also, es ist zum einen cool, weil wir die Rhythmik trainieren und wenn wir das Riff mit dem Metronom auf Tempo bringen, dass wir auch an unserer Geschwindigkeit arbeiten, plus wir arbeiten an unserer Fingerfertigkeit, vor allem im letzten Takt durch diesen coolen Sechzehntellauf. Ich würde sagen, wir checken gleich mal den ersten Takt, dass dieses Riff im ersten Takt wiederholt sich dann auch im zweiten und dritten vom Ablauf. Also es ist relativ einfach gehalten. Wir starten quasi mit einem A-Power-Chord und machen dann Palm-Mutes im fünften Bund. Palm-Mute an der Bridge mit der Handkante abdämpfen. Hier haben wir diesen Legato-Slide als Power-Chord. Vom sechsten Bund in den fünften Bund, das heißt anschlagen und dann sliden. Von der Rhythmik relativ einfach, zuerst starten wir mit einer Viertelnote, 1 und dann geht es über in Achtelnoten, 2 und 3 und 4 und, also zum Mitzählen sehr einfach, 1, 2 und 3 und 4 und. Das Ganze versuchen zum Metronom zu spielen oder zu einem Schlagzeugtrack. Und der letzte Takt, das ist unser interessanter Teil, also den Anfang kennen wir ja schon mit der Viertelnote, 1, 2 und. Und dann gehen wir in diesen Sechzehntelteil über mit diesem coolen Lauf. Wo wir alle vier Finger nutzen. Das heißt, pro Bund wird ein Finger genutzt. Für den achten Bund nutze ich den kleinen Finger, für den siebten den Ringfinger, für den fünften den Zeigefinger und für den sechsten den Mittelfinger. Hier müssen wir eben doppelt so schnell spielen, es sind Sechzehntelnoten, vorher waren wir eben die Achtelnoten gewohnt und das Ganze bringt auch ja, so etwas ja, Drama in das Riff. Bisschen Geschwindigkeit, ziemlich cool. Und es ist etwas, was man super zum Metronom üben kann, immer wieder loopen, damit du deine Technik verbesserst und die Fingerfertigkeit aufbaust. Also ganz langsam starten und dann nach und nach die Geschwindigkeit erhöhen. Probier auch gerne mal, dass du zum Drum-Track und zum Backing-Track spielst. In der Videobeschreibung findest du übrigens den Backing-Track dazu. Kannst du dir kostenlos runterladen und dann einfach mitspielen. Also in Ruhe mal probieren zum Metronom und dann nach und nach Geschwindigkeit steigern und auch mal zum Backing-Track spielen. Ja, die Lektionsunterlagen zu diesem Video findest du auch kostenlos zum Runterladen in der Videobeschreibung unter dem Video. Ja, und wie du selber so Skalenläufe und technische Läufe in dein Spiel integrieren kannst, das erfährst du im Beginner Shred Guide Volume 1 Kurs. Den Link zum Kurs findest du auch unter dem Video in der Videobeschreibung. Bis dahin, rock on!